Herr Kräuter, nehmen Sie mal bitte hier Platz. Außerdem wäre es schön, wenn Sie die Mütze abnehmen. Ich muss Sie dann belehren, dass Sie als Zeuge hier die Wahrheit sagen müssen. Wer was Falsches sagt, macht sich strafbar. Kein Thema. Sie heißen Matthias Kräuter, 21 Jahre alt. Sie wohnen in Dürsheim, Sie sind ledig und Sie sind bei der Firma Wiesenberger angestellt. Ja, genau. Ich arbeite beim Bastian Catering und fahre den Lieferwagen und organisiere so alles mit. Verwandt verschwägert mit der Angeklagten sind Sie nicht. Sie wissen natürlich, was hier vorgeworfen wird. Sie soll am 30. März 2011 3.000 Euro aus dem Tresor der Firma Wiesenberger entwendet haben. An dem Tag war ich ja dann später auch dann da und wurde von der Polizei gelöchert, wo das Geld sei. Natürlich hatte ich erstmal keine Ahnung, wovon die reden. Und da bin ich mir ganz sicher, dass das die Pia war. Denn die war ja früh auf der Arbeit. Was heißt denn für Sie früh auf der Arbeit? Um 8 Uhr. Aber das kann ja nicht sein. Um 8 Uhr morgens lag ich noch in meinem Bett. Ach so, und dann hat sich wahrscheinlich ein Auto transformiert und ist dann zur Arbeit gefahren. Wie meinst du das mit dem Auto transformieren? Ja, ich habe dann da den Tag vorher gearbeitet, deswegen hatte ich den Vormittag frei gehabt. Ja, und dann habe ich da so eine süße Schnecke kennengelernt. Blondine, blaue Augen, schöne Brüste. Das ist typisch. Ja. Ich glaube, wir sollten zum Punkt kommen, Herr Kräuter, oder? Ja, das ist wichtig, weil durch die Frau habe ich dann quasi neben dem Büro geschlafen am nächsten Tag. Ja, weil die gegenüber gewohnt hat, quer gegenüber von der Wohnung. Und ich dann morgens aufgestanden bin, Runtergang, Frühstück wollte ich essen. Guck ich im Parkplatz, was sehe ich da? Pias Auto. Aber ist sowas von gelogen. Woher kennen Sie das Auto von ihr? Ja, ist ja normal, unter Kollegen kennt man das halt. Die vor allem die Schrottmulde, die kennt jeder. Aber jetzt sprechen Sie nur von Ihrem Auto, das heißt, Sie haben nur Ihr Auto gesehen und nicht Frau Hofstedt selbst? Nee, als erstes habe ich die Auto gesehen, da habt ihr mein Essen bezahlt, so gegen 8.45 Uhr, dann stand die Auto nicht mehr da. Was gibt es dir eigentlich für deine Lügen? Wer? Ja, tu nicht so dumm, Basti natürlich. Ach komm, der Basti? Der Basti gibt mir rein gar nichts. Ja, ich erzähle dir die absolute Wahrheit und Ende aus. Und der Basti, als er dann späten Nachmittag das gesehen hat, dass er kein Geld mehr ist, warst du schon über alle Berge. War zu dumm, was er wahrscheinlich dafür, um das zu verstecken, weil die Polizei es ja bei dir gefunden hat. Mhm. Das stimmt da nicht. 3.000 Euro in einem Umschlag des Catering-Services Wiesenberger. Ja, ich verstehe nicht, wie die das so abstreiten kann. Die Sache ist ja klar. Da haben Sie sich mal eine clevere Frage gestellt. Meine Mandantin ist eine intelligente und ehrliche Frau. Warum sollte sie eigentlich so dumm sein und einen Diebstahl auf diese Art und Weise begehen? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ja, wenn man halt Geld braucht, überlegt man halt vielleicht nicht. Sie sind auch um keine Ausrede verlegen, oder? Wissen Sie was? Meine Mandantin hat diesen Diebstahl nicht begangen. Und ich bin überzeugt davon, dass Sie hier lügen. Und zwar für Ihren Juniorchef. Und das nicht ganz ohne Grund. Wahrscheinlich profitieren Sie noch von seinen krummen Geschäften. Oder wie verhält sich das, wenn mal so eine Kiste Wein mitgeht? Wie viel Fläschchen bekommen Sie denn davon ab? Frau Anwältin, Sie denken jetzt wohl ernst nicht, dass ich jetzt so billig bin und mich so verkaufe. Doch, das denke ich. Nee, ganz bestimmt nicht. Mal ganz ernst jetzt. Wenn der Tag lang ist, erzählt die Pia sehr viel Scheiße. Ja? Was? Dass sie gemobbt wird, dass wir alle gegen sie wären. Das stimmt alles gar nicht. Dem brauchen sie überhaupt gar nicht zu glauben. Ich drehe hier gleich durch. Natürlich tust du alles, was Basti dir sagt. Ich meine, du würdest sogar aus dem Fenster springen, wenn er dir das befehlen würde, oder? So ein Quatsch. Das ist gar kein Quatsch. Ich meine, du würdest nicht mal eine Frau bringen, wenn Basti nicht dabei ist. Wenn er dich nicht zu deinen Events mitschleppt, dann guck dich doch nicht mal eine an. Guck dich doch selber an. Das ist so lächerlich. Reicht dir langsam, glaube ich, ne? Kehr deine Scheiße ruhig vor deine eigene Tür. Ich brauch den Basti ganz bestimmt nicht, um Frauen klar zu machen. Du schleimst ja bei der Rosa Maria ein und bescheißt dir Basti, weil du Catering übernehmen willst. Wie bitte? Ja, wussten Sie das nicht, Frau Wiesenberger? Matze, also, passt schon. Also, das habe ich jetzt meiner Mutter nicht erzählt und das reicht auch. Also, auch wenn es nicht direkt zu den Tatvorwürfen gehört, mich interessiert natürlich schon sehr, welches Motiv die Anklage haben könnte, uns hier anzulügen. Also, erzählen Sie ruhig mal weiter. Ja, ist klar. Sie will Chefin werden, sie will quasi Catering übernehmen. Ah. Wie und schleimt sich bei der Rosa Marie und bescheißt dann quasi Basti. Stellt ihn schlecht da. Wussten Sie das nicht, Frau Rosa Marie? Also, das glaube ich nicht. Das ist. Passt schon. Das ist gelogen ohne Ende. Ja. Also, das wird ja immer noch schöner. Sie glauben doch nicht allen Ernstes, Frau Hofstedt, dass ich meinen Sohn rauswerfe und Sie dann zur Chefin mache. Wie kommen Sie darauf? Ich komme auch gar nicht drauf, weil ich sowas überhaupt nicht denken würde. Entschuldigung, jetzt muss ich Sie gerade mal unterbrechen. Ich muss mal ganz kurz die Hauptverhandlung unterbrechen. Ich gehe mal davon aus, dass es nur ein paar Minuten dauern wird. Ja? Zeugen, Sie sind nicht entlassen. Ja? Wir machen nachher weiter. Es geht folgender Beschluss, die Hauptverhandlung wird unterbrochen. Fortsetzung in 10 Minuten. Entschuldigung, gerade mal. Das ist ja echt ein Ding. Gut, dass Sie nicht abgeben. Achtung, Achtung. Unter dem Tisch, sagen Sie? Ja. Sein Handy zu gehen. Na, ist ja nicht zu überhören. Achtung, Achtung. Der schönste Mann im Raum wird gebeten, an sein Handy zu gehen.
Achtung, Achtung, der schönste Mann im Raum wird gebeten, an sein Handy zu gehen. Ja, dann gehe ich mal ran, würde ich sagen. Achtung, Achtung, ich schalte mal der direkt schönste auf Mann im Raum wird gebeten, an sein Handy zu gehen. Ja? Boah, endlich, Basti, Alter. Ich versuche dich die ganze Zeit schon zu erreichen, Mann. Mindestens dreimal habe ich schon durchgefunkt, weil ich habe eben die Tussi getroffen, mit der du gestern in der Kiste warst. Und ey, da wird's echt Ärger geben. Die Alte, die kennt die andere Tussi auch. Die haben sich irgendwie über dich unterhalten, Alter. Die werden dir sicher die Hölle heiß machen, wenn die dich sehen. Hat sie die Sprache verschlagen, Alter? Ganz sicher nicht. Wer ist denn dran, bitte? Hey, der René hier. Wer ist denn dort? Also jedenfalls nicht ihr Alter. Hä? Ich wollte den Basti sprechen, den Basti Wiesenberger. Was gibt's denn so Wichtiges? Nee, ist in Ordnung, passt schon. Aufgelegt. Das ist ja ein Ding, schauen Sie mal. Das ist tatsächlich auf Aufnahme gestellt. Da will mich jemand abhören. Also ich frage mich, wie kommt das hier überhaupt unter meinen Tisch? Also vorhin, da war eine Zeugin da, die vor ihrer Aussage noch mal mit Ihnen sprechen wollte. Die war total aufgeregt und aufgelöst und naja, vielleicht hat das damit was zu tun. Ja, das könnte natürlich sein. Ich war das jetzt mal direkt mit dem Besitzer dieses Handys in der Verhandlung dann klären. Aber trotzdem, es bleibt doch die Frage, wie konnte es da reinkommen unter meinen Tisch? Also ich habe wirklich niemanden reingelassen. Ich lasse doch hier niemanden rein. Also, aber Moment mal. Also den Maler, den konnte ich nicht die ganze Zeit beaufsichtigen. Ich? Wieso? Was ist mit mir? Wieso? Weil Sie zufällig der Einzige sind, der hier den ganzen Tag unbemerkt ein- und ausgehen kann. Und weil dieses Smartphone, das wir unter dem Tisch hier gefunden haben, zufällig mit demselben Kreppband befestigt ist, mit dem Sie hier auch arbeiten. Warum sollte ich denn das machen? Was hätte ich denn davon? Das ist eine gute Frage. Die stelle ich mir gerade auch. Und bevor ich sie Ihnen stelle, mache ich mal klar, wenn Sie das waren, was das für Sie bedeuten kann. Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes, ja? Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren. 3 Jahre? So lang? Ja, da gucken Sie jetzt. Ja, das böse Erwachen, das kommt dann meistens danach. Ja, aber das war doch jetzt nur so ein Scherz. Das war doch jetzt nichts Schlimmes. Ich habe doch kein Verbrechen begangen. Jetzt hören Sie mal auf. Das ist kein Scherz. Das ist beileibe kein Scherz. Also jetzt, raus mit der Sprache. Haben Sie das unter den Tisch geklebt? Ja. Ja, ich habe hier den Schein bekommen und sollte auf Aufnahme drücken und das Telefon unter Ihren Schreibtisch kleben. Und das war's auch schon. Das war's noch lang nicht. Glauben Sie jetzt, wenn Sie 100 Euro daherwerfen, ist das erledigt, oder was? Raus mit der Sprache. Wieso sollte ich abgehört werden? Das weiß ich nicht. Und wer hat das zu Ihnen gesagt? Wer hat Ihnen die 100 Euro gegeben? Das war irgend so ein Typ. Irgendein Typ. Klasse. Weiße Hose, rotes, pinkfarbenes Poloshirt? Nee, so sah der nicht aus. Der sah ganz anders aus. So, nehmen Sie bitte den Platz. Herr Wiesenberger, Sie gehen noch nicht. Sie sind nicht entlassen. Allerdings warten Sie mal einen Moment draußen. Ich glaube, ich habe nachher noch ein paar Fragen an Sie. Ich bin mit meiner Aussage fertig. Einfach draußen warten. Basti, ja? Nimm dich bitte. Du hast gehört, was der Richter gesagt hat. So, Herr Koltern, wir waren ja auch noch nicht fertig. Nehmen Sie mal wieder Platz. Die unterbrochene Hauptverhandlung gegen die Frau Hofstedt wegen Diebstahls wird hiermit fortgesetzt. Auch an Sie haben sich noch ein paar Fragen ergeben. Ich belehre Sie jetzt erstmal 55 StPO. Sie müssen auf einzelne Fragen hier nicht antworten, wenn Sie sich selber belasten könnten. Ja, Sie haben ja alle gerade mitbekommen, dass die Frau Jung aus der Geschäftsstelle mich nach draußen in mein Büro gerufen hat. Der Grund war, dass es unter meinem Schreibtisch geklingelt hat. Klingt es bei Ihnen vielleicht auch? Nee, weiß ich nicht. Dieses Smartphone war unter meinem Schreibtisch befestigt und es war auf Aufnahme eingestellt. Offensichtlich sollte ich abgehört werden. Glücklicherweise war nur der Maler im Raum ganz allein, sodass es eigentlich nichts abzuhören gab. Ihr Handy vielleicht? Nein. Nicht Ihr Handy. Wissen Sie, wem es gehört? Nein, keine Ahnung. Auch keine Ahnung. Dann machen wir das mal anders. Sebastian Wiesenberger, bitte. Herr Wiesenberger, kommen Sie ruhig mal ein Stück nach vorn. Ich belehre Sie noch mal, dass Sie hier die Wahrheit sagen müssen. Außerdem, dass Sie auf Einzelfragen nicht antworten müssen, wenn Sie sich selbst belasten können. Gucken Sie mal,
Ist das Ihr Handy? Nee. Das ist nicht Ihr Handy. Hochinteressant. Wird sogar immer interessanter. Dieses Handy war unter meinem Schreibtisch befestigt und dann hat es geklingelt. Dann bin ich einfach dran gegangen. Und wissen Sie, wer da dran war? Ein René war da dran. Und wissen Sie, wen der sprechen wollte? Ganz dringend den Basti Wiesenberg. Mich? Ja, Sie. Ja, vielleicht ist mein Handy ist echt weg. Vielleicht ist es ja doch meins. Kann ich mal schauen? Bitteschön. Ja, das ist mein Handy. Aber wie kommt es denn unter Ihren Schreibtisch? Schauen Sie, genau das habe ich mich auch gefragt. Haben Sie selbst keine Idee? Keine Ahnung, vielleicht habe ich es verloren oder es wurde mir geklaut. Eine andere Erklärung habe ich jetzt auch nicht. Das ist aber keine besonders gute Erklärung. Her damit. Nehmen Sie mal hinten Platz und geben Sie mir das erstmal. Dann bleiben wir doch mal bei Ihnen, Herr Kolter. Hm? Wissen Sie, wie dieses Handy unter meinen Schreibtisch gekommen ist? Nein, keine Ahnung. Ich habe Ihnen gerade gesagt, Sie dürfen nicht lügen. Ich habe mit dem Maler gesprochen, der gerade mein Zimmer renoviert. Der hat erst ein bisschen rumgestammelt. Wissen Sie, was er dann gesagt hat? Wortwörtlich, ein Typ mit einer billigen 90er-Jahre-Klamotte und einer Stinktierfrisur, der hat mich gebeten, dieses Handy unter den Schreibtisch zu kleben. Matze billige heißt er oder so. Billige 90er-Klamotten, Stinktierfrisur? Ich habe ihn nur zitiert. Wenn ich Sie so ansehe, geben Sie zu, dass Sie den Maler beauftragt haben, das unter meinen Schreibtisch zu kleben. Nein, habe ich nicht. Mhm. 100 Euro sollen Sie ihm dafür gegeben haben, hat der Maler gesagt. Ich habe niemandem was gegeben. Nein. Nein. Warum sollte ich das auch? Schauen Sie, genau das habe ich mich auch gefragt. Aber dann hat mir ja die Frau Jung erzählt, dass vorhin eine Dame bei ihr war, die unbedingt was Wichtiges aussagen wollte in der Geschichte hier. Und da frage ich mich natürlich, wollten Sie vielleicht wissen, was die Frau zu sagen hat? Hm? Wollten Sie mich deswegen abhören? Was interessiert mich, was die sagt? Das interessiert Sie sehr wohl. Wenn meine Mandantin mit ihrer Verschwörungstheorie nämlich recht hat, dann wollten Sie doch ganz bestimmt wissen, ob hier einer aus der Reihe tanzt. Und darauf wollten Sie sich einstellen. Und deswegen hat es Sie sehr wohl interessiert, was diese Zeugin zu sagen hatte. So ein Quatsch, Verschwörungstheorie, bla bla bla. Ich habe niemandem was gegeben, ich habe damit nichts zu tun. Das ist noch am Streit. Wie Sie wollen. Bedürft jetzt beide. Ja? Wir können den Maier noch befragen, der wartet draußen. Oder wollen Sie es selbst aufklären? Ich habe nichts zu sagen okay. In der Sache. Brechen wir es mal ab, Sie sind beide weiterhin nicht entlassen. Sie nehmen jetzt mal hinten Platz. Würde ich allerdings zunächst lieber die Frau vernehmen, diese Zeugin, die eben gerade mit mir sprechen wollte. Kerstin Sattler, bitte. Die Mütze können Sie schön unten lassen. Frau Sattler, guten Tag, nehmen Sie mal bitte Ihren Platz. Sie wissen, wer als Zeuge was Falsches sagt, macht sich strafbar. Deshalb müssen Sie hier die Wahrheit sagen. Ja, deswegen wollte ich ja vorhin mit Ihnen reden, weil ich endlich die Wahrheit sagen möchte. Gut, ganz langsam, weswegen Sie mit mir sprechen wollten, das können wir gleich nachher erklären. Zunächst mal zu Ihrem Personal. Sie heißen Kerstin Sattler, sind 22 Jahre alt, Sie wohnen in Dürsheim, sind ledig, gelernte Fleischereifachverkäuferin und Sie arbeiten jetzt auch in diesem Catering-Service. Und verwandt oder verschwägert mit der angeklagten Hofstätt sind Sie nicht. Nein, Pia war meine Kollegin. So, dann können Sie mir jetzt erzählen, wieso Sie mich vorher so dringend sprechen wollten. Ja, also wie soll ich das jetzt sagen? Ich habe Angst, dass ich eine Strafe bekomme. Naja, aber da kann ich Ihnen jetzt auch nicht weiterhelfen. Ich weiß ja nicht, wieso Sie Angst haben. Also solange Sie mir nichts erzählen, kann ich auch nicht darauf eingehen, oder? Ja, also ich habe ja schon mal eine Aussage bei der Polizei gemacht. Mhm. Und jetzt muss ich schon wieder eine Aussage machen. Und wie wäre das dann, wenn ich da bei der Polizei nicht ganz die Wahrheit gesagt habe? Ah, jetzt verstehe ich. Also, ich erkläre es Ihnen mal. Sie müssen hier die Wahrheit sagen. Wenn Sie was Falsches sagen, machen Sie sich strafbar. Sie dürfen auch nichts weglassen, Sie dürfen nichts dazu erfinden. Sie dürfen einzig und allein auf Fragen die Auskunft verweigern, also gar nichts sagen. Wenn Sie zum Beispiel irgendwie an der Tat beteiligt sind oder waren. Oder wenn Sie bei der Polizei was Falsches gesagt hätten, um jemanden zu Unrecht zu belasten. Oder jemanden zu schützen, der beteiligt ist. Haben Sie es verstanden? Ja, ich denke schon. Also, dann fangen wir doch mal an. Sie wissen, dass Ihre Kollegin, Ihre ehemalige Kollegin vorgeworfen hat, am 30. März da diesen Tresor bei den Wiesenbergers ausgeräumt zu haben. Und zwar 3.000 Euro soll sie da entwendet haben. Ja, dann schildern Sie einfach mal, wie ist der Tag abgelaufen? Ja, es war so, also zuerst war alles ganz normal, wie immer. Bis dann so
gegen 16:30 Basti gekommen ist und gemeint hat, der Tresor ist leer, das ganze Wechselgeld ist weg. Und dann hat er die Polizei angerufen. Wir haben alle eben eine Aussage gemacht. Haben Sie gesehen, wer das Geld aus dem Tresor genommen hat? Nein, habe ich nicht. Aber ich habe der Polizei gesagt, dass ich das Geld in Pias Handtasche gesehen hätte. Und dann sind sie dahin gefahren zu ihr nach Hause und haben es eben auch bei ihr gefunden. Gut, das heißt aber auch dann, dass das Geld wirklich in der Handtasche gewesen sein muss. War es ja auch. Aber? Bitte, Kerstin, bitte sag endlich mal die Wahrheit. Pia hat das Geld nicht da reingelegt. Danke. Was? Wer war es dann? Ich war es. Du, Kerstin? Wieso haben Sie 3000 Euro bei ihr in die Handtasche gelegt? Basti hat gesagt, dass ich das machen soll. Und ich war so doof und hab's dann halt gemacht. Ich hab nicht nachgedacht. Das ist völliger Quatsch. Was hat der Sebastian Wiesenbach genau zu Ihnen gesagt? Na, er hat gesagt, hier, ich gebe dir dann die 3000 Euro und versucht es, ihr in die Tasche zu legen. Ihr seid ja immer in einem Raum und dir fällt es viel leichter als mir. Und ich, Idiot, hab's dann halt gemacht. Herr Wiesenberger, wollen Sie was dazu sagen? Sie sind ja nach wie vor nicht entlassen. Ja, ich meine, warum soll ich denn sowas machen? Also, warum Sie sowas machen sollten? Weil Sie meine Mandantin loswerden wollten und sich selbst die Finger nicht schmutzig machen wollten. Ja, aber genau deswegen. Wenn ich doch so einen Plan habe, dann hole ich mir doch nicht noch irgendjemand ins Boot rein. Natürlich, weil du dachtest, dass sich von uns niemand traut, ein Wort zu sagen. Du wolltest die Pia doch schon die ganze Zeit das loswerden. Das ist völliger Blödsinn. Du hast sie die ganze Zeit gemobbt und wolltest, dass sie kündigt. Und weil sie immer noch nicht gekündigt hat, hast du es jetzt so weit getrieben, dass wir hier im Gericht sitzen. Und warum wollte der Herr Wiesenberger die Angeklagte so dringend loswerden? Naja, weil sie bei seinen ganzen krummen Sachen nicht mitmachen wollte. Sie hat halt einfach nicht mitgemacht und er hatte Angst, dass er bald die ganzen Partys, die er da geschmissen hat, selber zahlen muss. Das ist totaler Schwachsinn, Kerstin. Stimmt gar nicht. Der Basti hat keinen Müll gemacht. Der hat alles richtig gemacht. Kerstin, schau mich bitte an. Du hast schon deine Ausbildung bei mir gemacht und noch vieles mehr. Ich frage dich jetzt ganz und sei ehrlich zu mir. Sag mir jetzt, dass das nicht stimmt, was du hier gerade gesagt hast. Doch, Frau Wiesenberger, Ihr Sohn hat uns alle gegen Pia aufgehetzt und ich war so doof und hab damit gemacht. Mensch, Kerstin, du bist doch normalerweise nicht jemand, die einfach drauf losmacht und dann nicht mal drüber nachdenkt und vor allen Dingen so gemein zu anderen ist. Das bist du nicht, dafür kenne ich dich zu gut. Ich weiß schon, aber mein Gott, ich war halt in den Basti verschossen und dachte, dass er es ernst mit mir meint. Darum geht's dir also. Du willst mir jetzt hier eine reindrücken, weil ich dich abserviert habe, oder was? Nein, das stimmt überhaupt nicht. Ich bin froh, dass ich dich endlich los bin. Ja, nachdem ich erfahren habe, dass du sowieso zig andere neben mir hast. Und hier sag ich endlich mal die Wahrheit. Ja, wahrscheinlich bist du eifersüchtig und möchtest mich jetzt hier fertig machen. Weißt du, das ist so typisch für dich. Anstatt hier mal zu deinem Mann zu stehen und die Wahrheit zu sagen, dich endlich mal bei mir zu entschuldigen, redest du dich nur raus. Ich mich bei dir entschuldigen? Ja, wer denn sonst? Das sehe ich aber mal ganz anders, mein Freundchen. Weil, nenn mir bitte einen einzigen Grund, warum Kerstin sich hier selbst belasten sollte. Nur weil du sie abgesägt hast und sie jetzt sauer auf dich ist? Ich glaube, du bist im falschen Film. Das sehe ich ganz ähnlich und das ist eigentlich ein guter Frageansatz, Herr Wiesenberger. Hm? Wieso sollte sie? Wollen Sie sich vielleicht doch noch was sagen? Ich habe alles gesagt, was zu sagen ist. Es geht ja nicht nur um diese Abhöraktion. Ja? Wir sprechen bei Ihnen von falschen Verdächtigungen. Wir sprechen von Falschaussage. Und da werden Sie ordentlich noch was von der Staatsanwaltschaft zu hören bekommen. Sie können nur eins überlegen, ob Sie bereit sind, jetzt hier vielleicht noch mal einiges gerade zu rücken. Weil das kann sich später beim Strafmaß positiv auswirken. Also ich bin ganz Ohr und gespannt, ob noch irgendwas von Ihnen kommt. Kommt noch was? Ich habe nichts mehr zu sagen. Naja. Naja, dann wie sieht es denn bei Ihnen aus, Herr Kolter? Bei Ihnen ist ja doch ganz ähnlich. Nee. Kommt auch nichts. Also, wenn sich mein Sohn schon nicht bei Ihnen entschuldigen kann, Pia, dann tue ich das. Es tut mir aufrichtig leid, wie das gelaufen ist. Frau Wiesenberger, ich hoffe, Sie glauben auch nicht die ganzen schrecklichen Sachen, die ich angeblich über Sie erzählt haben soll. Das hat er auch gelogen. So was würde ich niemals machen. Seien Sie ganz beruhigt. Also, das, was die beiden, und das garantiere ich Ihnen, hier verrissen haben, ja, mit der Sache mit Ihnen, mit dem Mobbing und mit allen anderen Sachen, das hat noch ganz, ganz harte Konsequenzen. Da weht bei euch mal ein eisiger Wind durch den Arbeitsvertrag, weil ihr zwei habt die längste Zeit bei mir gearbeitet. Und Pia, ich weiß, es ist viel passiert, aber ich kann Sie nur höflich fragen, ob Sie wieder bei mir arbeiten wollen, weil ich würde mich sehr darüber freuen, denn ich könnte ehrlich gesagt gutes Personal gebrauchen. Entschuldigen Sie, aber da muss ich noch mal darüber nachdenken, noch mal in Ruhe. Naja.
können Sie ja noch darüber nachdenken. Gibt es jetzt noch Fragen an irgendjemand von den Zeugen? Nein, danke. Dann bleiben Sie, Frau Sattler, unvereidigt. Auch der Herr Kolter bleibt unvereidigt, der Herr Wiesenberger auch. Sie dürfen den Platz nehmen. Dankeschön. Bundeszentralregisterauszug ohne Eintrag. Noch weitere Anträge oder Erklärungen? Dann schließe ich die Beweisaufnahme, Herr Staatsanwalt. Bundesgericht, Frau Verteidigerin, Mobbing vom Feinsten mit Happy End. Ich würde mal sagen, in 99,9% der Fälle gehen Mobbingopfer als Verlierer raus. Das ist ja das Tragische. Das ist das Tragische bei Mobbing. Deswegen freue ich mich ganz besonders mit Ihnen, Frau Hofstedt, und beantrage Ihren Freispruch. Vielen Dank. Danke, Herr Staatsanwalt, Frau Verteidigerin. Bundesgericht, Herr Staatsanwalt, ja, Blut ist bekanntlich dicker als Wasser. Und nur das ist für mich eine Erklärung, Frau Wiesenberger, warum Sie bis zuletzt auch den absurden Lügengeschichten Ihres Sohnes Glauben geschenkt haben. Aber dass Ihr Sohn Ihnen keinen Rheinwein eingeschenkt hat, das haben Sie hoffentlich selber gesehen. Und für das Ergebnis dieser Verhandlung heißt das Freispruch für meine Mandantin. Danke, Frau Verteidigerin. Frau Hofstedt, Sie können selbst noch was sagen. Sie haben das letzte Wort. Ich wünsche keinen Menschen auf der Welt, der so eine Höhle durchleiden muss. Also Mobbing, das geht gar nicht. Und es war die schlimmste Zeit meines Lebens und ich will es endlich mal abschließen. Ja, dann verkündige ich das Urteil nach einer kurzen Unterbrechung. Im Namen des Volkes verkündige ich folgendes Urteil. Die Angeklagte Pia Hofstedt wird freigesprochen. Die Kosten des Verfahrens und ihre notwendigen Auslagen trägt die Staatskasse. Frau Hofstedt, trotzdem einen kleinen Vorwurf muss ich Ihnen schon machen, auch wenn der nur indirekt mit dem Anklagevorwurf zu tun hat. Nämlich den Vorwurf, dass Sie sich in diese prekäre finanzielle Situation selbst dadurch gebracht haben, dass Sie keine Haftpflichtversicherung haben. Es gibt so viele unnütze Versicherungen auf dieser Welt. Eine sollte wirklich jeder Mensch haben und das ist eine Haftpflichtversicherung. Wenn man die nicht hat, kann einen das wirklich an den Rande der existenziellen Bedrohung bringen. Das wissen Sie jetzt hoffentlich wenigstens. Das ist aber auch der einzige Vorwurf. Ansonsten sind Sie selbstverständlich freizusprechen. Einige Vorwürfe gibt es allerdings an Sie, Herr Wiesenberger. Eine falsche Verdächtigung, Anstiftung noch dazu in zwei Fällen, dann diese Abhörattacke, da kommt einiges auf Sie zu. Und im Übrigen, ich höre Sie jetzt mal kurz an, können Ihnen auch die Kosten des Verfahrens hier auferlegt werden, nachdem die Anzeige ja auf Ihr Mist gewachsen ist, sage ich jetzt mal. Wollen Sie dazu was sagen? Dann ergeht folgender Beschluss. Die Kosten des Verfahrens und die notwendigen Auslagen der Angeklagten werden dem Anzeigerstatter Sebastian Wiesenberger auferlegt. So, und Sie, die Mutter, müssen sich wirklich keine Vorwürfe machen. Das ist doch durchaus nachvollziehbar, dass man erst mal dem eigenen Sohn vertraut, oder? Und ihm glaubt und nicht der Mitarbeiterin, die noch in der Probezeit ist. Heute sind Ihnen offensichtlich die Augen geöffnet worden. Dann hat der Prozess wenigstens etwas Gutes gehabt und so können Sie jetzt diese beiden faulen Eier aussondern. Ja? Und es zeigt eigentlich Ihren Charakter, dass Sie sich bei ihr entschuldigt haben und dass Sie bereit sind, sie wieder einzustellen. Wobei, man muss verstehen, wenn Sie sich das gut überlegt, so einfach ist es ja nicht. Die anderen Mitarbeiter, die da noch da sind, auch vielleicht nur unter Druck, aber die haben ja immerhin an dieser Mobbing-Geschichte teilgenommen, mitgemacht und Sie sollten sich das wirklich gut überlegen, ob Sie dort weiterhin arbeiten können. Zum Mob gehört nämlich ja immer nicht nur ein Angreifer, sondern die anderen eben auch, sondern der ganze Mob. Das kommt aus dem Englischen, der Begriff Mob, und es bedeutet ja nichts anderes als Meute oder Pöbelbande. Obwohl man, wenn man sich so die Haarpracht des Herrn Kolter ansieht, auch auf die Idee kommen könnte, dass mit Mob gemeint sei ein Bodenwischgerät. Für heute ist die Hauptverhandlung geschlossen. Sebastian Wiesenberger wurde wegen falscher Verdächtigung und Anstiftung hierzu in zwei Fällen, uneidlicher Falschaussage, Betrugs sowie wegen gemeinschaftlicher versuchter Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes zu einer Bewährungsstrafe von 1 Jahr und 8 Monaten verurteilt. Kerstin Sattler wurde wegen falscher Verdächtigung zu einer Geldstrafe von 35 Tagessätzen zu je 50 Euro, also insgesamt 1.750 Euro verurteilt. Matthias Kolter wurde wegen falscher Verdächtigung und gemeinschaftlicher versuchter Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes zu einer Gesamtgeldstrafe von 70 Tagessätzen zu je 50 Euro, also insgesamt 3.500 Euro verurteilt. Der Maler Dirk Feldhaus wurde wegen Beihilfe zur versuchten Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 60 Euro, also insgesamt 1.800 Euro verurteilt.